Ey Leute, was geht und herzlich willkommen, ja, wieder mal nach langer Abwesenheit zu einem Video. Und zwar mache ich das einfach, weil ich einfach mal wieder Bock drauf habe und wie einige vielleicht schon von euch sehen, es ist was anderes, was ihr vielleicht von mir kennt. Und wobei ich auch schon sagen muss, ich habe ja, ihr kennt ja, also für die, die es von euch gesehen haben, ich habe ja Yu-Gi-Oh! DevPro Videos gemacht, also so ein Editor nenne ich es jetzt mal mit Yu-Gi-Oh! Und vor kurzem hatte ich so mal so die Intuition allgemein, so mal Bock, Pokémon allgemein, das Kartenspiel mal so zu spielen. Ich meine, ich konnte es noch nicht wirklich. Es hat mich aber interessiert und jetzt vor kurzem hat mich ein Kumpel darauf aufmerksam gemacht, dass es wie Yu-Gi-Oh! DevPro das einfach für Pokémon gibt. Also so Pokémon Training Card Game halt, ne? Und da dachte ich, gut, das können wir mal ausprobieren. Ich habe jetzt mal schon so mal einen Tag gespielt, habe das Spiel mal gelernt, weil ich kann es halt vorher nicht, ne? Für die Leute, die unter euch jetzt neu dazukommen, weil sie vielleicht schon Pokémon Training Card Game spielen, seid nicht zu kritisch mit mir, weil, wie gesagt, Anfänger und so. Ich meine, ich habe mich versucht, jetzt ein bisschen das Spiel reinzufixen und ja, habe auch schon so ein paar Spiele gewonnen, auch ein paar verloren. Und ich will jetzt einfach mal eine Runde mit euch spielen, ganz gelegen. Das sind so die, ich spiele immer, wenn ich jetzt so spiele, mit Themendecks, weil ich eigene Decks noch nicht bauen kann, weil ich dafür das Spiel einfach noch nicht so intus habe. Und wenn ich mit Themendecks spiele, können die Gegner auch nur mit Themendecks spielen und da habe ich keinen Nachteil. Und deswegen spiele ich am liebsten mit Themendecks. Und momentan ist es so, für diesen Monat in den Versus Belohnungen haben wir hier diesen geilen Shit. Und wenn wir 270 erreichen, kriegen wir diese geile Truhe. Also 4 Truhen kriegen wir sogar. Darauf hätte ich schon Bock. Und wir brauchen wieder 500 Chips, weil von den Chips, wie gesagt, hole ich mir im Shop neue Themendecks. Ich weiß noch nicht, was ich mir als nächstes hole. Es gibt viele. Also ich habe mir die schon mal so ein bisschen durchgeguckt, habe mir mal so geschaut, was die so können, weil, wie gesagt, keine Ahnung von diesem Spiel wirklich, kannte halt keine Karten auch vorher. Und ich habe mir das einfach mal so mit ein paar Decks angeschaut, kann mich aber halt noch nicht entscheiden. Aber ehe wir jetzt noch lange schnacken, ich will jetzt endlich anfangen. Ja. Was so die Zukunft auch so angeht, jetzt hier auf dem Kanal, will ich euch einfach keine Lernversprechungen machen, weil ich kann einfach nicht sagen, weil nächste Zeit kann es durchaus sein, dass ich dafür einfach keine Zeit finden werde, weil Schule und so, ne, versteht ihr? Und mein Gegner hat den Münzwurf verloren. Ich will anfangen. Mein Gegner spielt mit dem Kyogre Starter Deck. Ich habe schon Angst. Oh, nice, nice. Das ist also mittelmäßige Hand. Auf jeden Fall habe ich schon mal direkt einen Arktos, weil ich habe mir das erste Deck, was ich mir geholt habe, ist das Arktos Deck gewesen, weil ich erstens Arktos ziemlich geil finde an sich so. Erste Gen, staunlich, weil erste Gen ist gar nicht so meine Lieblings-Gen von den meisten Leuten, die ja allgemein Pokémon spielen und gespielt haben, die Edition. Ist ja die erste Gen so die Lieblings-Gen. Bei mir ist es nicht so. Meine Lieblings-Gen ist die vierte, ja, vierte, die Diamant und Perl und Platin dann später. Das ist meine Lieblings-Gen, weil ich weiß nicht, das war das erste Mal, dass ich was mit Pokémon zu tun hatte, war die vierte Gen. Das war meine erste Pokémon-Edition und das ist schon relativ spät. Also verurteilt mich nicht. Vierte Gen kenne ich, fünfte Gen kenne ich, habe ich gespielt. Sechste Gen habe ich gerade erst angefangen zu spielen, also spiele ich die auch noch nicht allzu lang. Also ich habe sie noch nicht mal durch, ich bin jetzt, ich weiß nicht, wie weit ich bin, ich kenne die Gen halt nicht. Und deswegen kenne ich mich mit dem Pokémon von der sechsten, momentan noch neuesten, bis seine Moon endlich mal rauskommt. Weil das dauert ja auch nicht mehr zu lang. Alles klar, ich habe schon gewonnen. Er gibt auf. Easy. Das heißt, wir machen gleich noch eine Runde, weil wenn ich die gewinnen sollte. 3 Points. Nice. Also 3 Coins. Coins. Ja, jetzt habe ich total den Anschluss verloren. Weil der einfach aufgegeben hat. Damit habe ich jetzt einfach überhaupt nicht gerechnet. Lief eigentlich relativ gut. Belohnungen. Wir werden gleich mal schauen, was wir in unserem schönen Geschenk haben. Wir haben 25 Münzen drin und wir sind 10 weiter. Das heißt, wir sind jetzt bei 260. Das heißt, wenn wir jetzt das Spiel gewinnen können,
Also drückt mir die Daumen. Können wir die vier Kisten noch in der Folge aufnehmen? Und er spielt mit dem Psycho-Deck. Das ist das Deck, mit dem momentan jeder spielt. Ich habe es ja auch hinterhergeworfen bekommen. Also ich habe es einfach so umsonst bekommen. Ich muss sagen, beschwere ich mich nicht, ne? Aber ich finde das Deck jetzt nicht so geil. Aber die meisten spielen damit, weil die denken, das ist das stärkste Deck. Vielleicht ist es auch das stärkste Deck. Ich muss sagen, ich spiele es nicht allzu gerne. Ich finde es nicht so... Also ich komme damit vielleicht einfach nicht klar. Vielleicht bin ich dafür dann einfach zu schlecht. Und ich muss sagen, meine Starterhand... miserabel, miserabel. Obwohl, daraus könnte man vielleicht doch was machen. Ja, dein... Ja, mein Gegner... Ja, so. Okay, aber bei den... Wir waren beim Thema Pokémon-Edition. Ja, Gens. Sechste Gen. Will ich mich auch... In einigen Sachen habe ich mich jetzt schon durch das Kartenspiel, also durch das Trading Card Game hier, habe ich mich schon spoilern lassen. Ich will mich nicht zu sehr spoilern lassen, weil... Das ist doch immer das geilste Gefühl, wenn man einfach eine neue Pokémon-Edition hat, wo man sich noch null auskennt, wo was richtig geil neu ist. Und man zockt die dann einfach so und man entdeckt das wieder neu. Das ist Hammer. Deswegen gibt's ja auch, hat ja auch ein Fanprojekt sozusagen, dieses, wie nannte sich denn das? Pokémon Uranium oder so, wo ein paar Fans die eine Pokémon-Edition komplett selber erstellt haben mit eigener Story und komplett durchgemischten Pokes, verschiedene Starter-Pokes. Habe ich mal reingeguckt, so wie das so ist. Geile Idee. Ist jetzt nicht so mein Ding, weil ich weiß nicht, warum würde ich das nicht spielen? Das ist einfach der Grund. Ich weiß nicht, das ist dann auch nicht mehr ganz. Es ist zwar Pokémon, aber die. Es ist schwer zu erklären. Erstens ist es die Grafik von den älteren Spielen mit. Und zweitens. Ja, ich mag halt nicht so die Grafik. Deswegen bin ich auch nicht so Fan der ersten Gen. Weil ich einfach weiß, schwarz-weiß ist einfach nicht mein Ding. Und allgemein die Pokémon. Ich meine die legendären Arctos, Zapdos, Lavados, Mew, Mewtwo. Geile Pokes, kann man nicht sagen. Vor allem Arctos. By the way, Team Blau, Pokémon Go, nein, Spaß. Also ja, eigentlich kein Spaß, aber das hat jetzt hier nichts verloren. Auch ein Grund, warum ich in Team Blau gegangen bin. Aber ja gut, wir schleifen schon wieder vom Thema ab. Die nächste Gen, die rauskam, ist auch eine, mit der ich... Also mit, ich kenne mich mit der ersten Gen jetzt ein bisschen mehr aus als vorher. Dank Pokémon Go natürlich. Und jetzt ist es einfach so... Jetzt ist es... ich muss kurz überlegen. Jetzt ist es so, jetzt kenne ich mich mit der zweiten am wenigsten aus. Das sind halt die älteren Gens und halt... Die letzten, also die neueste, die sechste, wobei ich jetzt immer mehr kennenlerne von den neuen Pokémon. Und die zweite Gen, Starter, Kanimani, Feurige und Indivio oder Lorblatt? Ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Eins von beiden. Ich glaube Lorblatt. Indivio war was anderes. Verurteilt mich bitte nicht. Und vor allem die, die von euch vielleicht richtig aktiv am Pokémon Trading Card Game am Zocken sind und die Profis vom Feind sind. Und sich das vielleicht angucken, weil sie dadurch jetzt auf meinen Kanal gestoßen sind, verurteilt mich nicht. Bloß weil ich hier... Weil ich spiele es halt noch nicht lange. Wir können uns... Also wenn ihr Bock habt und das selber spielt, das Spiel hier, das Online... Hey, er hat mich paralysiert. Was ein Arsch. Wenn ihr Bock habt, einfach mal so ein Spiel gegen mich zu machen, einfach mal in die Kommentare schreiben. Und was mich noch interessiert allgemein in ganz Pokémon... Was ist eigentlich so euer Favorite Typ von allen? Weil es gibt ja die unterschiedlichsten Typen. Der neueste Typ Fee, also jetzt nicht mehr so neu, ich meine die X und Y, also die 6. Gen ist ja schon ein bisschen älter. Aber ja, da kam ja auch ein neuer Typ dazu. Ich weiß gar nicht so, wie das bei den Fans angekommen ist. Und was ist allgemein so von allen Pokes jetzt her gesehen euer Lieblingstyp? Es interessiert mich einfach mal so allgemein. Wäre nice, wenn ihr mir das mal schreiben könntet. Und ich würde mich jetzt sehr darüber freuen, wenn der Gegner mal hier schnell macht. Und durch was wurde ich eigentlich paralysiert? Durch... Okay, ja. Ja, stimmt, Rassler, okay. Langsam nervt es mich. Und nächste Runde komme ich ja mit Arctos raus. Und dann hat er nichts mehr zu lachen, weil mein Arctos ist gleich fertig. So... Mal noch gedulden. Das hasse ich immer so. Gegner, die sich einmal. Guck mal, ich erzähle hier rundherum und mache deswegen relativ langsam und habe trotzdem noch mehr Zeit als er hier, weil ich weiß nicht, was der macht. Was überlegt er denn so lange? Das ist ein T
Systemdeck. Da gibt es keine 10.000 Taktiken, die man da spielen kann. Oder ich irre mich einfach, weil ich es einfach nicht besser weiß. Und ich muss sagen, Pokémon ist einfach ein ganz anderes Spiel als Yu-Gi-Oh! Weil bei Yu-Gi-Oh! Ist es so mit den Karten in Pokémon hier, man kann ziehen und ziehen wie ein Bekloppter, suchen und suchen wie ein Bekloppter. Das ist völlig normal, das machen irgendwie alle. Und bei Yu-Gi-Oh! Wäre das richtig OP, man hätte richtig die Vorteile. Das hätten die schon mit ihren ganzen Bannlisten solche Karten gebannt. Ich weiß ja nicht, wie das in Pokémon ist, ob es da auch eine Bannliste gibt und ob die Karten halt auch mal stärker waren. Aber das muss ich sagen, ist einfach ein riesen Nachteil an Yu-Gi-Oh!, dass diese Liste, diese Bannliste macht einfach auch an sich das Spiel kaputt. Die machen die einfach, weil die Leute, die neuen Karten kommen raus, die sind alle mega strong, die Leute geben viel Geld aus für die, um im Meta mithalten zu können. Und im nächsten Moment kommt durch die neue Bannliste, werden die Meta-Decks dann zerstört und ja, man muss dann wieder zusehen, wohin man kommt und dann kommt wieder eine neue Meta raus. Und die Leute müssen dann wieder Geld ausgeben, viel Geld ausgeben, damit sie dann wieder mithalten können. Das ist einfach nur Geldmacherei. Und ich weiß nicht, ob das in Pokémon genauso ist. Das kann ich nicht sagen. Möglich, ich weiß es nicht. Aber das finde ich auf jeden Fall richtig scheiße und ja, deswegen, ne, habe ich den Reiz daran echt verloren. Höchstens mal. Ach, Death Pro spiele ich eigentlich auch so gut wie gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ich habe einfach den Reiz daran verloren. Brief vom Professor, ach, das hätte ich jetzt auch gerne. Guck mal, er lässt sich Zeit, hat er irgendwie nichts Besseres zu tun. Jetzt wird er mich mit 50 angreifen, ich kann... Ach. So, mein Arctos ist jetzt ready und jetzt wird mein... Oh, ich ziehe hier einfach nicht das, was ich brauche. So, haben wir hier nochmal einen 30er Hit rein, auch wenn das nichts bringt. Eigentlich. Aber gut. Das war eigentlich stumm. Eigentlich hätte ich tauschen müssen. Und hätte mit Arctos seinen Käufer... Oh, das ist mein Hass-Pokémon. Ich hab's in der Edition, als ich dem das erste Mal begegnet bin, hab ich's gehasst, weil es hat einfach mein halbes Team zerlegt. Ich weiß nicht warum. Es ist halt auch so, bei neuen Pokes, den man das erste Mal so dann im Pokémon begegnet, man kann einfach auch nicht sagen, was es für ein Typ ist. Man kann es vermuten durchs Aussehen, ja, der hat rote Ohren oder so, ja, das könnte ja Typ Feuer noch dazu sein oder so. Aber das sind halt alles Vermutungen, man weiß es halt nicht. Und wenn man dann halt nicht weiß, wie man dagegen am besten vorgeht, wird das relativ problematisch. So, jetzt kommt Arctos. Vor allem noch das Glitzern, oder? War das nicht das Glitzern? Egal. Oh, Dummiese. So ein sinnloses Pokémon. Es hat keine Vor- und weder Vor- noch Nachentwicklung und es ist einfach nicht stark, wo man sagen kann, ja gut, damit kann man schon eine Menge anfangen. Ist halt einfach nicht so der Fall. Oh, wieder eine Energie, nice. Oder weniger nice, weil ich brauche eigentlich jetzt... Jawohl, obwohl doch. Und wieder! Der Gegner macht einen... Was heißt... Dafür muss er jetzt erstmal... Muss er jetzt erstmal überlegen. Erstmal eine Minute überlegen. Ich hasse das. Guck mal, wir sind jetzt schon drei... Wir sind jetzt schon fast vier Minuten... Na, drei Minuten sind wir jetzt auseinander. Und wenn er so weitermacht, dann vier Minuten. Die Aufnahme wird sich so in die Länge ziehen. Vielleicht teile ich die doch in zwei Teile. Ach nee, das wäre auch blöd. Ja, was demnächst halt auch auf dem Kanal kommt, ich weiß es nicht. Alien Isolation werde ich auf jeden Fall irgendwann fortsetzen. Also zu Ende ist es auf jeden Fall noch nicht. Und was ich halt hochlade, vielleicht haben einige Leute von euch ein Problem damit, dass ich das Spiel spiele. Kann ich halt nicht ändern. Ich spiele das, worauf ich gerade so richtig Bock habe. Wenn ihr irgendwas habt, worauf ihr Bock habt, was ich vielleicht spielen soll. Ihr könnt ja Vorschläge machen. Ich sage ja nicht, dass ich nur das mache, was ich will. Also so egoistisch will ich jetzt auch nicht sein, ne? So egoistisch bin ich auch nicht, von daher. Also, wir wollen ja hier nicht übertreiben. Aber, ja. So.
Ja, zieh das mal drei Karten. Genau, und so eine Karte, die es gibt in Yu-Gi-Oh! Also, es gibt eine Karte, da darf man zwei Karten ziehen. Verboten. Und hier darf man drei ziehen und sie ist nicht verboten. Ich weiß nicht, ob es allgemein so eine Liste gibt, wo es vorgeschrieben ist, wie viel pro. Also wie viel Karten man pro Deck reinmachen darf. Es gibt ja auch halt die Energien, wovon man ja dann so vielleicht 10 Stück drin hat. Und ob das dann mit dem Pokémon genau. Ach, ich habe keine Ahnung. Ich bin da neu auf dem Gebiet, also verzeiht mir, wenn ich da nicht so viel Information habe. Wie. Jetzt muss ich kurz nachdenken. Ja, wie. Ach, keine Ahnung, was ich jetzt hier noch nehmen soll. Ich mache das jetzt nur, um mein Deck auszudünnen, mit ich vielleicht ein paar nützlichere Karten auch schneller ziehe. Oh, das hat sogar perfekt gepasst. So. Können wir jetzt Schwalbini raus. Ach, ich baller mir hier nur unnötig die Deckzone zu. Aber egal. Navitaub ist, so ein, ist in dem Spiel so ein richtiges. Ich will es mal nicht böse klingen, aber so ein richtiges. Ach nee, das kann ich nicht sagen. So ein Abfuckvieh. Es kann auf jeden Fall richtig belastend sein, weil es halt einfach fliegen kann und der Gegner dann damit nicht mehr trifft oder nicht mehr hitten kann. Und ja, das könnte durchaus Brutalander durchaus problematisch sein. Wieso habe ich die Feuerenergie nicht angelegt? Ich brauche allgemein Wasserenergie. Das sieht gut aus für uns. Die Partie können wir durchaus gewinnen. Ich sag mal. Okay, ich hatte jetzt schon eine Partie, da habe ich gesagt, das ist ein Safe Win. Und dann hatte das Spiel einfach noch gedreht. Das war. Da hatte er einfach ein Pflanzendeck und da hat er mit dem von Igamaro. Das ist ja das Starthaus X. Die letzte Entwicklung. Ich weiß nicht, wie die heißt. So gut kenne ich mich halt auch nicht mit. Ja, ist halt die neue, momentan noch neueste Gen. Kenne ich mich ja halt nicht aus, deswegen weiß ich nicht. Aber mit dem Vieh hat er einfach alles zerklatscht bei mir, sage ich mal. Oh, er hat falsch spekuliert. Damit ist sein Vieh weg vom Fenster. So, wir entwickeln jetzt unser Trasche. Erstmal zu Brutalander. Jetzt wird er schon abkotzen. Jetzt kann er eigentlich schon gar nichts mehr machen. Nicht mit seinen Karten. Sein Käufer, seine Hoffnung ist weg vom Fenster. Und wir müssen nur noch ein Pokémon von ihm töten und dann haben wir es geschafft. Deswegen würde ich es sehr bevorzugen, wenn er jetzt einfach mal eins beschwören würde, weil es ist, wenn er jetzt mein. Er kann nicht mehr gewinnen. Es sei denn, er schafft es jetzt irgendwie, mein Arktos irgendwie zu paralysieren oder sonst irgendwas. Oder zu wegzuklatschen, aber dann. Ja, dann könnte ich es noch schaffen, weil ich mache nur einen 60er Hit. Mogelhieb. Okay, das war's für ihn. GG. Wir machen jetzt schnell, damit wir gleich die Kisten aufmachen können, auf die ich jetzt so lange gewartet habe, halt pro Sieg, ne? 10 Energie, manchmal auch 15 Energie. Und wir kriegen wieder so eine, wieder so ein Päckchen. Da freue ich mich doch. Da freuen wir uns alle. Ich brauche nur eine zusätzliche 2 Münzen. Man kriegt ja jetzt so langsam Münzen. Und in dem Päckchen haben wir wieder ein Turnierticket. Jetzt haben wir schon 3. Und wir haben es endlich geschafft, 270 zu erreichen. Jawohl. Ja, das soll es gewesen sein. Okay, genau. Wieder 60 Runden gewinnen, dann kriege ich 150 Münzen. Aber jetzt gehen wir noch schnell auf Sammlung und machen noch, bevor die Folge zu Ende ist, schnell die Dinger auf hier. Okay, die erste Kiste. 10. Und so eine komische Karte dazu. Ja, okay. Okay, reicht mir. Die Karten sind mir eigentlich gar nicht so wichtig. Mir sind nur die Münzen wichtig. 5. Oh, und ach, das ist eine Scheißkiste gewesen. Da weg mit dem Müll. Ich will jetzt hier geile Münzen haben. 5. Alter, ohne Scheiß. Und Supertrank. Was ist denn das für eine Scheiße? Nee. Ohne Scheiß. Es ist ja nur Scheiße, was ich ziehe. Ich kenne Leute, die ziehen in so Kisten Ex-Pokémon. Und wieder nur 5. Wo ich schon weiß, wann ihr es aufgegangen ist, habt ihr oben gesehen. Ey, ohne Scheiß, ich habe aus den Kisten nur Scheiße bekommen. Das regt doch schon wieder auf. Das Spiel will mich einfach nur verarschen. Aber gut, ich wollte euch einfach nochmal kurz so zeigen, dass ich mega Bock an dem Spiel habe. Und ja, über informative Kommentare freue ich mich immer. Und ja, das soll es jetzt gewesen sein mit der Folge. Ich freue mich, dass ihr dran geblieben seid und zugeschaut habt. Und dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.